Ja, moin, liebe Brussen. Super, dass ihr auf den Sonntag wieder dabei seid. Wir starten ganz entspannt rein. Ich habe mir gedacht, auf den Sonntag machst du nochmal eine Folge. Bring euch auf den aktuellsten Stand. Was ist mit Sommer? Bleibt er? Geht er? Wirkus hat ein Zeichen gesetzt. Gestern haben wir unser erstes Testspiel gewonnen gegen Oldenburg, gegen den Drittligisten. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für alle, die gestern dabei waren. Das hat mir eine Riesenfreude bereitet, das Stream. Und es werden viele Folgen, spätestens zum Bundesliga-Start gegen Leverkusen, sind wir wieder mit dem Livestream zurück. Wahrscheinlich noch vorher. Das hat mir Riesenfreude gemacht und es sind noch 16 Abos, bis die 6.000 voll sind. Wenn ihr heute wieder einen Daumen und ein Abo da lasst, würdet ihr mir heute noch eine Riesenfreude bereiten. Da geht es hier heute noch richtig ab und ich würde sagen, starten wir rein. Was gibt's Neues? Wirkus hat klargestellt, dass Sommer nicht zum FC Bayern gehen wird jetzt im Winter. Er wird bei uns bleiben. Das ist erstmal das Statement von Roland Wirkus. Ja, finde ich erstmal gut, dass man mal klare Kante zeigt, dass man nicht alles mit sich machen lässt. Die Frage ist halt nur, ist es erstmal Taktik, um einfach eine höhere Ablöse zu generieren oder sagt Wirkus, nein, wir behalten ihn, könnt uns 10 Millionen geben, Sommer bleibt. Sei mal dahingestellt und ich kann ihn auch verstehen. Also wenn wir mal auf die Bundesliga-Tabelle gucken, wir sind Achter. Ich finde, dass wir noch Wolfsburg und Union Berlin, glaube ich, noch überholen können. Vom Kader her, wenn ich mir unseren Kader angucke, wenn jetzt auch wieder Neuhaus und Wolf wieder fit sind, haben wir eigentlich einen stärkeren Kader als die beiden Mannschaften. Und wenn es richtig gut läuft, kannst du auch noch Dortmund hinter dir lassen. Das wäre natürlich eine Riesenfreude. Und da geht noch einiges. Und da kann ich den Wirkus auch super verstehen, dass er sagt, nein, wir geben den nicht ab. Wir gehen jetzt Risiko und wollen das bestmögliche Ergebnis am Ende der Saison haben. Ne? Aber die Bayern lassen trotzdem nicht locker. Bayern und Sommer geben nicht auf. Ja, haben die Bayern auch bekundet, dass sie trotzdem nicht aufgeben werden aus Katar oder wo die auch sind. An der Stelle... ja, muss man abwarten. Wer auch seinen Senf natürlich dazu gibt, macht den Verein nicht unbedingt sympathischer, ist Nagelsmann. Er ist nicht in Ohnmacht gefallen, als Wirkus das gesagt hat. Hat das als Taktiererei von uns so hingestellt. Die sollten am besten mal vor ihre eigenen Haustür kehren. Also Nagelsmann soll sich auf die Mannschaft konzentrieren. Der hat damit nichts zu tun. Das ist schon schlimm genug, wenn ich den Bratzo immer sehe und jetzt noch den Nagelsmann. Ah, da kriege ich, also ich wirklich, beim Nagelsmann, da fehlt mir wirklich, der ist so ein Unsympath. Also ich weiß nicht, ob ihr, ich kann den auf, ich muss mich jetzt richtig äußern. Ich kann ihn einfach nicht ab. Er soll sich auf seine Sachen konzentrieren und dann ist gut. Den Rest regeln die anderen schon. Ich finde wirklich nochmal Lob an Wirkus. Also ich finde der Junge, macht es sehr, sehr gut. Und auch Farke findet klare Worte, kurze, klare Worte. Und ich finde das sehr, sehr gut, wie wir uns da aktuell verkaufen. Auch medial. Was natürlich jetzt noch dazu kommt, hat Sky gerade berichtet. Also es ist, glaube ich, wann ist es rausgekommen? Ich nehme jetzt die Folge auf, 13.20 Uhr ist so um 12 Uhr rausgekommen, dass Sommer wohl Bonhoff um Freigabe gebeten haben soll, zum FC Bayern zu wechseln. Falls das stimmen sollte, also ich beziehe mich hier auf die Quelle von Sky Sport Transfer, also Sky Sport News im Endeffekt. Wenn das stimmen sollte, dann, ich bin ja ein großer Fan von Jan Sommer, habe ihn auch immer verteidigt, aber ich finde das, finde ich schwach. Es ist halt so, er hat einfach noch Vertrag, er ist ein extrem wichtiger Spieler von uns, ist quasi unser zweiter Kapitän hinter Lars Stindl. Oder ist unser zweiter Kapitän nicht quasi. Und dann muss man auch einfach mal zu seinem Vertrag stehen. Er hat jahrelang gute Leistung für uns gebracht, sehr gute Leistung, hat uns viel, dem haben wir viel zu verdanken. Aber trotzdem sollte man seinen Vertrag und den Verein respektieren. Wie gesagt, wenn das stimmen sollte, dann muss ich an der Stelle schon an Jan Sommer kritisieren. Er weiß, in welcher Lage wir uns befinden, wie schwierig das auch alles für uns ist mit den auslaufenden Verträgen. Und wenn das stimmt, fände ich das, einfach scheiße von Sommer, dass er da jetzt auch noch Druck auf Bonhoff ausübt oder beziehungsweise auf den Verein. Das wäre nicht die feine englische Art aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, wissen auch nicht, ob das wirklich eine seriöse Quelle ist. Klar, Sky ist eigentlich immer gut informiert. Und das fände ich keine schöne Sache. Gehen wir nochmal kurz auf die Nachfolge ein. Klar, Jonas Omlin ist wohl mit Philipp Köhn die mögliche Nachfolge, Jan Olszewski, habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, ne? Wird es nicht so wirklich, also ich glaube nicht, dass man es mir jetzt schon zutraut, obwohl ich auch gestern im Livestream gesagt habe, wenn ich jetzt, wann dann, falls Sommer gehen sollte, kann er eine Rückrunde spielen und du hast mit einem Sippel noch einen soliden Torwart dahinter oder du holst noch einen soliden Torwart, das ist möglich, aber aktuell geht die Tendenz dahin, dass man Jonas Omlin holt. Der kostet wohl 8 bis 9 Millionen. Wirkus will Minimum 10 Millionen haben für Sommer, wird boykottiert. Also ich muss schon sagen, wenn der Wirkus es schafft, 10 Millionen
rauszuholen bei einem auslaufenden Vertrag, dann muss man sämtliche Hüte ziehen. Ich bin mir nicht sicher, also würdet ihr so Jan Sommer verkaufen? Ab welcher Summe? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, das Thema ist echt ein bisschen nervig und deswegen machen wir jetzt auch weiter. Also wie gesagt, Jonas Omlin ist wohl die wahrscheinlichere Variante, falls Sommer geht. Bleibt sehr spannend. Und Chelsea will Thuram sofort. Das hat auch Fabrizio Romano berichtet. Eigentlich immer eine sehr seriöse Quelle. Ich habe jetzt mal einen Bericht von der Bild, aber es ist von Fabrizio Romano. Chelsea will halt nicht im Sommer in den Pool mit rein, wo alle um Thuram kämpfen werden. Ist ein ablöserfreier Spieler, ist ein absoluter Topspieler. Da werden dann zig Vereine um ihn kämpfen, da wird Handgeld bezahlt. Und sie wollen ihn wohl jetzt direkt haben im Winter. 15 Millionen stehen da im Raum. Dann würde auch Thuram wieder mit Zakaria zusammenspielen, der sich mittlerweile gut macht bei Chelsea. War auch die letzten drei Premier League-Spiele in der Startelf. Ich finde einen Thuram-Abgang, also ich glaube, ab 15 Millionen muss das auch aus finanzieller Sicht machen. Da wird Schippers sagen, das müssen wir machen. Klar, sportlich wäre es extrem hart, aber finanziell musst du dann, glaube ich, den Weg gehen. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt bis Ende Januar. Ich glaube, am 31.01. müsste das Transferfenster zumachen und bis dahin wird sich, glaube ich, noch einiges bewegen. Ich glaube auch noch, dass wir Minimum einen Spieler holen. Auch wenn Thuram nicht geht, bin ich dafür, noch einen Stürmer zu holen, den du hinter ihm aufbauen kannst, immer mal wieder reinschmeißen kannst, der sich schon mal einspielt. Und aktuell ist es halt einfach Bello, muss man einfach so sagen. Also da sind wir wohl sehr, sehr interessiert. Also das haben wir auch schon öfters gesagt. Und dieser junge Mann hier, David Kownacki, guter Mann. Von Fortuna Düsseldorf spielt eine ordentliche Saison. Wäre auch wahrscheinlich die günstigste Variante. Also ich glaube, man würde dann schon auf beide Spieler setzen. Ich weiß nicht, ob er uns jetzt wirklich aufs nächste Level heben kann. Das wäre für mich nur ein Ergänzungsspieler. Ich glaube, dann sollte dann den jungen Mann aufbauen und den als Ergänzungsspieler dann dazu nehmen im Sturm, dass man mal vorne ein bisschen wechseln kann. Aber das Leistungsvermögen von den beiden Jungs kann ich jetzt gar nicht so richtig beurteilen. Das sind mit Sicherheit gute Kicker, aber die sind noch lange nicht auf dem Niveau von Thuram. Das nicht. Bello würde ich es aber zutrauen, da mal hinzukommen. Das ist ein anderer Spielertyp, ist ein klassischer Stoßstürmer. Aber ist ja aktuell halt auch einfach nur noch nur Spekulation. Und gestern hatten wir unser erstes Testspiel. Wir waren im Livestream. War ordentlich, fand sie gute Leistung. Oldenburg hatte eigentlich aus meiner Sicht, so wie ich es gesehen habe, keine Torchance. 2-0 gewonnen, hätte auch höher ausgehen können. Das erste Tor war sehr schön rausgespielt über Hannes Wolf. Wir können auch kurz mal hier unten auf die Aufstellung gucken. Also so haben wir in der ersten Halbzeit gespielt. Über Hannes Wolf, Doppelpass mit Benze Baini, der 2-3 Spieler aussteigen lässt und knallt ihn dann oben links in den Winkel. Das zweite Tor war sehr gut rausgespielt. Player mit einem Pass über die Außen auf Luca Netz in den Lauf. Der spielt den quasi, also spielt den rein und Hermann verstreckt. Sehr, sehr gut ausgespielt. Player hatte noch eine 1000-prozentige. Neuhaus, Leiner, Telalovic, der mir gut gefallen hat vorne drin, hat sehr stabil gewirkt. Und in der zweiten Halbzeit stand auch Olschowski im Tor. Wie gesagt, es kam nichts aufs Tor, konnte sich kein Torwart beweisen, weil es einfach keine Abschlüsse gab von Oldenburg. Aber grundsätzlich hat mir der Auftritt schon sehr, sehr gut gefallen gegen den Drittligisten, die unten drin stehen. Zwar in der dritten Liga war das absolut in Ordnung. Ich glaube, jetzt die Tage haben wir nochmal ein Testspiel und dann am Samstag gegen St. Pauli, wo ich auch im Stadion bin. Und es sieht wohl sehr, sehr stark nach einer Verlängerung aus bei Jan Olschowski. Die Gespräche sind schon wohl fortgeschritten. Wie lange die Vertragslaufzeit gehen soll, weiß ich nicht. Also wie gesagt, der Vertrag von Olschowski läuft auch im Sommer aus. Der wird wohl verlängert werden. Bleibt abzuwarten. Aber die Frage ist halt, ist das jetzt ein Zeichen, dass Olschowski verlängert oder nicht? Ich bin mal gespannt. Also wenn Sommer wirklich noch gehen sollte, ob man auf Olschowski setzt. Ich bin der Meinung, das ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt auf so einen jungen Mann zu setzen. Weil jetzt einen neuen Keeper dazu zu holen, der muss sich auch erstmal eingewöhnen. Olschowski hat bewiesen, dass er Bundesliga-Niveau hat. Klar, ist extrem risikoreich. Aber wenn es gut geht, hast du auf Jahre eigentlich einen guten Torwart. Aber das müssen andere Leute bewerten, ne? Ob man das Olschowski zutraut oder nicht. Ich fände die Lösung halt als Fan sehr, sehr charmant.
Und das soll es fast gewesen sein. Ihr könnt immer noch gerne im Discord kommen, in den Discord kommen. Mittlerweile fast 1100 Borussen. Ihr könnt euch austauschen zu Tickets, Anreisen zum Stadion. Sämtliche Artikel von meinem Partner, dein Sportsfreund, Spieltagstalk, Pressekonferenz, Bilder aus dem Stadion, alles sehr, sehr gut. Und an der Stelle mal vielen Dank an meine Moderatoren, die da viel Arbeit im Hintergrund leisten. Und jetzt wünsche ich euch noch einen entspannten Sonntag. Macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia.